Das Modell des Karfreitags, das erst im 4. Jahrhundert von christlichen Theologen ausgearbeitet wurde, wie fast alles, was wir heute noch fundamental finden, muss auch ein Kanon der Schriften, der überlieferten Schriften, gebildet werden. Und da konnte man auf die Idee kommen zu sagen, wir kennen ja so ein merkwürdiges Kippverhältnis. Etwas geht zugrunde, endet, damit es neu beginnen kann. Und zwar zyklisch, nicht nur einmal, sondern alljährlich. Das heißt, im Großzyklus unserer Orientierung auf das Naturgeschehen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das ist die Darstellung der fünf Tage, an denen in der römischen Gesellschaft sich alle Verhältnisse auf den Kopf stellten. Die Herren wurden zu Sklaven und die Sklaven zu Herren. Also drei Tage voll, zwei hin und zurück mit Bewegung, übernahmen die Sklaven die Herrschaft im römischen Haus, in der Stadt und sogar im Imperium. Man hat lange gerätselt, was das eigentlich bedeuten sollte, dass eine Gesellschaft plötzlich erklärt, kalendarisch festgelegt, die Saturnalien sind die Tage des Jahres, in denen sich alle gesellschaftlichen Verhältnisse auf den Kopf stellen. Man vergleicht das heute mit dem Begriff des Karnevals, wo es ja auch für drei tolle Tage oder fünf tolle Tage, je nachdem wie man zählt, eine solche Möglichkeit gibt, die Verhältnisse ins Belieben umzusetzen. Also man kann beliebig Indianer sein oder Kaiser oder Franz Josef oder was immer. Das stimmt nicht, Karneval hat mit den Saturnalien nichts zu tun. Das ist ein ganz anderer Begründungszusammenhang. Also Saturnalien war die Frage, was hält eine Gesellschaft endlich zusammen, in der zum Beispiel zwei Drittel der Bevölkerung Sklaven waren oder mit Türken, also abhängige Leute, Kleinbauern, Tributpflichtige etc. Wieso konnte das römische Imperium auf dieser Basis weltbeherrschend werden? Jeder fragt sich doch, wieso haben denn die Sklaven nicht einfach die Macht übernommen, wenn sie doch zwei Drittel der Bevölkerung stellten? Und sie hatten ja schließlich nicht alle ein Brandmal auf der Stirn, sodass man schon erkennen konnte, sie sind Sklaven oder Geächtete. Es gab es zwar als Strafprozess nur, wenn jemand eben ausgebrochen war, aber im Normalfall konnten sie einen Sklaven nicht unterscheiden, zumal wenn er aus Griechenland kam, Griechisch sprach und als Lehrer in Rom selber. Das heißt, wenn die Sklaven, die unterlegene griechische Kultur, die Lehrer der neuen Herrscher sind. Ein sehr bemerkenswertes Motiv. Also, die Unterworfenen belehren die Sieger über das, was ihren Sieg begründet hat. Warum? Weil nur die Unterlegenen ja eigentlich wissen, was die Gründe ihrer Niederlage sind. Die anderen haben gar kein Motiv zu erkennen, was ist der Grund für den Sieg. Der Sieg ist der Sieg. Aber wenn ich eine Niederlage leide, wie 1945 in Deutschland, obwohl es ja eine Befreiung war, immerhin mussten sie sich überlegen, was waren die Ursachen. Dann ging es los mit der Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs, Endes, Versailler Vertrag und so fort. Also, was hat die Römer dazu befähigt, das Risiko einzugehen, ganz offiziell die Gesellschaftsverhältnisse aufzukündigen, auf den Kopf zu stellen, das Niedrigste, also die sklavische Abhängigkeit in Haus und Stadt und Staat zu den Herren zu machen und hier vorne sind Plätze, kommt mal her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir könnten alle hier vorne sitzen. Was würde man heute antworten auf diese Frage? Natürlich hat jeder versucht, Historiker, Psychologen, Kulturwissenschaftler, auch eine Antwort zu finden. Und die einzige Antwort, die bis heute vernünftig ist, wissenschaftlich vernünftig, wie auch geschichtlich belegbar vernünftig, ist die Antwort des Karfreitags. Da haben wir das beste Beispiel dafür, wieso das Niedrigste, also an Weihnachten im Stall geboren, in einer Hütte von Hirten, aber begleitet von Ruinen antiker Imperialbauwerke, große Säulen meistens, Architrav, Tympanon oder sowas. Warum das Niedrigste aus dem Stall geborene
Kind der Weltherrscher werden wird. Oder Sozialrevolutionäre, warum Arbeiter und Bauern plötzlich die Macht ergreifen in einem imperial so außerordentlich hochentwickelten Reich wie dem russischen Zarenreich oder dem deutschen Kaiserreich, um nur die beiden bekanntesten Beispiele zu zitieren. Was ist eigentlich der Hintergedanke, oder wenn man sagt, was ist das systematisch Begründbare, jenseits des bloßen historischen Hinweis auf die Vorlage der Saturnalien? Also nochmal, wieso riskiert es eine Gesellschaft, sich selbst aufzulösen, indem die verbindlichen Sozialformen, Herrschaftsformen, Rechtsformen bestätigt werden durch ihre Umkehr? Das hat natürlich undeutliche Konsequenzen. Stell dir mal vor, während der Saturnalien hat der Sklave mit der Hausherrin, die jetzt ja seine Sklavin war, ein Kind gezeugt. War das juristisch verbindlich? Oder während der drei Saturnalien verkaufte jemand den Besitz, über den er für 3 oder 5 Tage herrschte? War das rechtlich verbindlich? Was waren die Konsequenzen dieser Umkehr? Und wie gesagt, die vielen darauf gegebenen Antworten laufen am Ende alle, wenn man sie vernünftig begründen will oder sie nicht für zufällig hält, auf das Modell Karfreitag hinaus. Daher kommt es dann zu der Auffassung, dass Karfreitag eine modellbildende Funktion für alle modernen Gesellschaften bietet, die jenseits einer bloß dogmatisch vermittelten Überzeugungskraft von Glaubenssätzen beispielsweise oder Wissenschafts-Voodoo oder was auch immer, von jedem als vernünftig anerkannt wird. Vernünftig heißt in der Einheit von geistigen Kräften, von seelischen Kräften. Klar, ja, also Gemüt, Seele und der Fähigkeit zum empathischen Reagieren auf seine Lebensumgebung. Und das geht eigentlich so einfach, dass man darin die Wirkmacht des Karfreitags sehen kann. Erzählt natürlich oberflächlich. Jesus Christus sei gekreuzigt worden, aber wie Tausende, denn Kreuzung war damals ein übliches Mittel des römischen Strafvollzugs, daran wäre nichts Besonderes gewesen. Überall sah man die Konsequenzen des Strafvollzugs, eben auch des Balkens, vertikal, horizontal, Ebene zusammengezogen, also die Bewegung nach oben, Theos, zu den Göttern und die ganze Erdreich umfassend, Kreuz, dieses Erdreich umfassend, das ist auf dem Wege zu den Göttern. Das gab es einen Strafvollzug unterbrochen, nichts Besonderes. Warum wurde dieser Einzelfall jetzt derartig beispielgebend, dass er eigentlich die Grundstruktur des gesamten westlichen wissenschaftlichen Nachdenkens über Vernünftigkeit darstellt, über die Menschen als Vernunftwesen, also dieser Einheit der drei Grundkräfte. Und das ist ganz simpel. Als einziger aller kulturgeschichtlichen Formationen ist es den Theologen des 4. Jahrhunderts, sagen wir mal kurz, den Kirchenvätern der Theologie, nicht der Kirche, sondern den Vätern der Theologie als Basis der Kirche gelungen, im 4. Jahrhundert, es geht 324 nach der Anerkennung der Kirche als eine Möglichkeit durch Konstantin den Großen, Instinctu Divinitatis, vergessen, Instinctu Divinitatis, Mentis Magnitudine, ausgezeichnet, also durch seinen Instinkt für das Göttliche, wie die Kraft seines Geistes, Konstantin der Große, Triumphbogen Inschrift in der Attika, also maßgebend. Vernunft heißt Instinkt für das Göttliche und Kraft eben der drei Einheiten, also der Vernunft des menschlichen Wesens. Die theologischen Gründerväter haben also ab 324 erstes Nicäisches Konzil dieses Motiv herausgehoben, dass die christliche
Heilsbotschaft über alle anderen kulturellen Konkurrenzen stellt, obwohl es ja auch antike Erzählungen gab, die dem scheinbar einen anderen Hintergrund haben. Denken Sie nur an Klaus' Darstellung von Amphitryon. Da hat der Zeus sich in die Gestalt des Königs Amphitryon verwandelt, um mit dessen Frau ein Beilager zu genießen. Also ein Gott wird Mensch. Aber das ist auf der Basis zu sehen, dass er sich ja wieder zurückverwandelt unter dem Druck seiner besorgten Hausfrau und Ehefrau Hera, versucht er sich wieder aus dieser partiellen Bindung herauszuholen. Vor allen Dingen durch Vermittlung von einem genialen Schauspieler. Wer kann sich an die Szene erinnern? Der Kleine mit den Flügelschuhen, auf Rollschuhen als Götterbote. Ja, in der grandiosesten Verfilmung dieses Motivstoffs. Grandios, müssen Sie unbedingt denken. Amphitryon von Kleist verfilmt 1937 oder 1938 und der Schlittschuhläufer als Hermus, der Rollschuhläufer war Paulchen Kemp. Also die ganze Besatzung ist genial. Das ist eigentlich so der unterhaltsamste Teil der Darstellung der griechischen Mythologie. Falls Sie das mal in Kurzform machen wollen, angucken. Aber er ging ja zurück in die Zeit des göttlichen Herrschers. Die christlichen Väter der theologischen Begründung des Menschseins meinten, was passiert eigentlich, wenn der Zeus nun als Ehegatten der Frau, Gattin der Frau von Amphitryon dageblieben wäre. Heute gibt es das sozusagen alle 14 Tage vor Gericht, Scheidungsgerichten etc. Das war nicht gemeint. Und was passiert tatsächlich, wenn der Gott sich entscheidet, in der Gestalt des Menschen, wäre er eigentlich bei sich. Wieso wollte er mit der Frau von Amphitryon schlafen, wenn er doch göttlicherweise alles schon im Befriedungsbereich hat? Muss ja ein Motiv geben, warum er das gemacht hat. Ganz offensichtlich wäre ihm der Gedanke gekommen, dass er in seiner Rolle als Zeus sich verwirklichen könne, wenn er ein Mensch ist, wie eben der Liebhaber dieser Frau. War auch noch nicht ganz richtig gesehen. Wäre sowohl altruistisch gewesen, so bloß willen. Die Theologieväter haben daraus gemacht, dass Gott Mensch wurde. Mensch sein heißt, sterblich zu sein. Und nach der griechischen Formel heißt es, durch das Sterben werden die Sterblinge unsterblich. Ist ja klar, wenn ich ein Sterbling bin, verliere ich die Sterblichkeit dadurch, dass ich gestorben bin. Also, der Sterbling ist durch Sterben unsterblich geworden. Das übernahmen die in der Vorstellung, was Menschsein heißt, durch den Beweis der Endlichkeit der eigenen Existenz, eben auch der Vernunftebene, zu wissen, dass man unsterblich ist. Wohin? Dadurch, dass es zum Beispiel allen passiert. Wenn ich weiß, das gilt allen, habe ich einen Gedanken entwickelt, der weit über das hinausgeht, was ich selber produzieren kann. Als Einsicht. Also, es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass Menschen sterblich sind. Und wenn der Gott Mensch geworden sein will, wie das in der christlichen theologischen Begründung unabdingbar war, dann wird er nicht sich zurücksehen, wieder als Gott zu erscheinen, sondern er wird als Mensch seine Erfüllung finden. Das heißt in anderen Worten, den christlichen Gott gibt es nur in der Gestalt des Menschen, der ihn inkarniert oder in dem er sich inkorporiert. Die Frage, was bleibt mit der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist? Das ist ziemlich einfach zu beantworten, denn es geht ja um die Einheit. Also der Mensch und seine Vermittlung auf alles das, was Archie Basis ist, Religion begründet wird, was göttlich ist, was ewig ist, etc. Also ist die Dreieinigkeit in der Einheit von Vater, Sohn, Heiliger Geist gerade gewährt, wenn man Gott nur als Mensch noch erkennen kann. Das heißt, der Gott kann nur noch angesprochen werden, wenn man ihn als Mensch anspricht. Alles andere wäre ja bloße Märchenerzählerei.
Denn die Menschen haben wir konkret vor uns. Die sehen wir, mit denen reden wir, die äußern sich als Vernunftwesen und sprechen von Gott. Warum? Weil sie selber die Inkorporation des göttlichen Prinzips sind. Leben selbst ist also die Manifestation des Göttlichen. Da die Menschen und die Primaten, nehmen wir mal unsere Bonobo, Schimpansen, Orangutans, gleich mit in den Arm. Die Primaten sind also die höchsten Vertreter, Verkörperer, Repräsentanten des Göttlichen. Seither, und das war die Einstellung der Kirchenväter als Theologen, seither kann man als menschliches Vernunftwesen mit Vernunft von Gott reden. Denn alle anderen Kulturen nur eine Märchenstunde abhalten, wenn sie von Gott reden. Es gibt ja gar keine Basis dafür, dass sie vernünftigerweise von Gott reden könnten, weil bei ihnen der Gott eben nicht in der Gestalt des Menschen, allein in der Gestalt des Menschen denkbar ist. Also, Jesus Christus ist als Sohn Gottes, wie der Mensch, Repräsentant, Verkörperungsform des Göttlichen. Und indem man ihn sterben lässt, beweist man tatsächlich, dass er Mensch war. Das heißt, der Gottesbeweis wird zum Menschbeweis. Denn Menschsein heißt, getötet werden können. Und sozialpsychologisch, alles, was die Mächtigkeit einer Behauptung ausmacht, ist die Widerstandskraft dagegen. Das heißt, alles, was verfolgt wird, ist in dem Maße wichtig, wie es verfolgt wird. Oder Stalin und Hitler waren die größten Förderer der modernen Kunst, weil sie gegen die Künstler und die Werke antraten, sie verscheuerten, sie verbrannten, sie Künstler einsperrten etc. Der Beweis und der Wichtigkeit der Kunst liegt darin, dass sie Künstler und die Werke verfolgt werden. Der Beweis für die Göttlichkeit des Menschen liegt darin, dass Leute versuchen, diejenigen, die Menschen auf das göttliche Repräsentat verpflichten wollen, die also sagen, ihr seid verpflichtet auf das in euch selbst verkörperte Wesen Gott, verfolgen. Zum Beispiel, indem sie töten. Was, du willst Gott sein, ans Kreuz oder mit dem Maschinengewehr erledigt. So wie das heute zum Beispiel im Islam der Fall ist. Seither, und das ist das Entscheidende, seit dem Karfreitagerlebnis, das heißt der Beweis, dass Gott tatsächlich Mensch geworden ist, durch das Töten von Jesus Christus, haben nur alleine die westlichen christlichen Zivilisationen und Kulturen das Privileg, mit Vernunft von Gott zu reden. Alle anderen zählen sich Märchenstunden. Offenbarungswissen, was soll das heißen? Irgendjemand erzählt ein Märchen, Offenbarung von Schneewittchen, Offenbarung von Sieben Zwergen, Offenbarung von König Drosselbart, was heißt das denn alles? Der Erzähler selbst ist der Offenbarer, denn er bringt es ja offen vor, Sie hören es, König Drosselbart. Mehr ist dann alle religiöse Übermittlung in allen anderen Kulturen nicht, außer in denen Gott ausschließlich als Mensch angesprochen werden kann. Wo man wirklich weiß, konkret, dies ist das Prinzip des Göttlichen, repräsentiert, bei Ihnen glaubt man es ja sofort. Ja, weil der Schönheitsbegriff im Griechischen davon Abstand. Lese mal Gadamer, wunderbarer Philologe. Ich hatte noch den Vorzug, ihn zu kennen. Und auch Heidegger, mit denen er zusammen ja, solche Vorstellungen entwickelt hat. Also nicht das, was ich Ihnen jetzt erzähle, sondern über die Schönheit. Also warum ist der Mensch gleichzeitig schön? Weil er, das ist jetzt ein, sich in der Öffentlichkeit sehen lassen kann, als der, der erkannt wird, als Repräsentant des Göttlichen. Also eine erotische Erscheinung, ein Gewissheitspotenzial im Sinne der Kraft des Zweifels, der Kraft der Kritik. Also nicht jemand, der etwas hinnimmt und wiedergibt, sondern der es weitergibt, indem er es kritisiert hat. Der nicht irgendeinen Glauben übernimmt, sondern seinen Glauben auf dem eigenen Zweifel an dem, was geglaubt werden soll, begründet. Also ist klar, Karfreitag ist angelehnt an die römischen Modelle und die griechischen Denkformen. Einerseits die Umkehr der Welt, aber nur insofern, als es heißt, die Götter sind nicht mehr im Himmel, sondern sind auf Erden Gestalt des Menschen ansprechbar und damit mit Vernunft besprechbar. Wir haben jetzt eine vernünftige Basis, von Gott zu reden, die Christen.
und andererseits die Möglichkeit zu erkennen, dass das, was Ethos unter Menschen darstellt, also meinetwegen alle ethischen Verpflichtungen, alle Definitionen von Schönheit und Wahrheitsanspruch, ausschließlich daran beruhen, ob der betreffende Einzelne, das Individuum, war er ja unteilbarer, Individuum heißt das letzte Begründung, unteilbarer, tatsächlich die Fähigkeit hat, sich auf das Göttliche, die Schönheit, die Wahrheit und die Gutheit in sich zu verpflichten. Da sieht es ein Mensch auf 100 Meter Entfernung an, aber das tut er nicht. Das ist auch der Evidenzerweis vor Gericht. Die Glaubwürdigkeitsdarstellung bei allen Vermittlungen des Politischen durch den öffentlichen Diskurs. Man verhandelt das ja auf der Agora, also auf dem Marktplatz, so wie ich leider jetzt in Greifswald sehe, das ist ein Widerspruch. Versucht, den Horizont der Leute, die da hinten auch noch standen, durch Schreien zu erreichen. Und das ist wieder natürlich. Ich muss anders wirken als durch physische Gewalt des überwältigenden Schreiens. Ja? Ich habe mich also selbst wieder lieb. Man kann jemanden so lange schlagen, bis er schreit, und dann zu sagen, der schreit hat Unrecht, ist ein bisschen fies. Naja, gut. Ja. Sie sind uns jetzt so gut gewogen. Wir trafen uns ja vor 14 Tagen bei der schönen Konferenz im Lokal. Wie ist es? Lola. Lola, ja. Auch wichtig, warum das Lola heißt. Aber gut, das ist. Also, Basis von Karfreiters Philosophie ist durch die Kreuzigung Jesus Christus, der Verpflichtung folgt, dass in ihm sich das Göttliche repräsentierend und inkorporierend den Menschen zeigte, als Beispiel dafür, dass alle anderen auch eine solche Christusgestalt sein müssen. Also Nachfolge in seinem Beispiel geben, nicht Vorbild, sondern Beispielhaftigkeit, begründet die Vernünftigkeit des Menschen in der Einheit von Denken, Fühlen und Spiritualität, Geist. Also die Begründung des unabdingbar, nicht nur notwendig, sondern unabdingbar, unabweisbaren Begriff des Göttlichen als Basis, als Stasis, als Arche der menschlichen Kommunikation. Und von da ab ist es keine Märchenstunde, es ist keine Offenbarung, es ist keine Erzählung von irgendwelchen Leuten, die eine Vision haben, irgendwelchen Höhlen oder behaupten, der Erzengel hätte ihnen irgendwas diktiert. Sondern die haben die sagen, wenn ihr wisst, was von Gott Vernünftiges sagen wollt, guckt euch euren nächsten Menschen an. Da habt ihr sie. Das ist die Versammlung, die den Gottesbegriff in Vernunft repräsentiert. Von da ab ist das Pathos der Gemeinde, paulinisch gesehen, nicht der Gemeinschaft, sondern der Gemeinde, auch nicht der Staates, sondern der Gemeinde, das heißt derer, die sich wechselseitig als Repräsentationen des Göttlichen anerkennen, achten und ehren, wie das so formelhaft heißt. Also, wenn wir Menschen sind, sind wir verpflichtet auf Wahrheit, Gutheit und Schönheit in der Vernunft gegebenen Repräsentation des Göttlichen oder auch personalisiert des Gottes. Denn Menschen sind ja nicht nur Repräsentanten der Menschheit, sondern sind sie auch als Individuen, Menschen. Insofern ist es dann auch möglich, von dem einen Gott zu sprechen. Der eine Gott ist nur wiederum eine vernünftige Schlussfolgerung aus der Polytheologie, aus der Vielgöttervorstellung. Denn wenn man sich überlegt, ich habe das ja versucht mehrfach darzustellen, dies speziell in dem kleinen Heftchen Credo, falls Sie sich das von der Denkerei holen, die Vielgöttervorstellung ist ungefähr so absurd, obwohl sie heute als Triumph der Aufklärung gilt, ist ein völliger Unsinn, wie die Vorstellung von der Vielhotellerie. Ja, denn das wäre die Vielgötterei im Sinne von indischen oder sonstigen Naturreligionen etc.
ziemlich unsinnig zu sagen, es gibt ein Hotel, in dem kann man schlafen, ein Hotel, in dem kann man nur sitzen, ein Hotel, in dem kann man frühstücken, ein Hotel. Ja, denn die Wetter müssen ja alle unterschieden werden, wenn das auf Hotellerie übertrieben wird, ist der Qualitätsmus völlig erledigt. Das ist in sich eine logische Unsinnigkeit. Entweder Gott oder, und dann ein Gott oder nicht eine Versammlung. Das griechische Modell spricht nicht dagegen, weil im griechischen Modell gedacht wird, die Götter selbst sind nur Resultate der Evolution, der Natur. Das heißt, im Griechischen sind die Götter gerade nicht Weltenschöpfer. Das muss ich immer merken. Sondern sind der Vorgang aus dem Kampf der Urelemente. Zunächst mal Gaia und Kronos, also Erde und Zeit, also die materielle Gegebenheit im Kosmos und der Zeitfolge, also Evolution. Und in der dritten Generation dieses Großkonflikts entstehen dann die Götter, als die die Herrschaft übernehmen, für 2000 Jahre und dann sind sie weg. Das ist schon fabelhaft. Obwohl es Leute gibt, die systematisch, theologisch, kulturwissenschaftlich erzählen, dass die Götter gar nicht verschwunden sind, sondern die griechische mythologische Gesellschaft heute in Amsterdam das Rauschgift-Imperium führte. Alles, was so Europa inzwischen interessant macht. Ja? Was das heißt, wenn Sie auf unsere Website gehen, da können Sie dann sich die Hinweise holen. Nein, das ist sehr schön, aber im Grunde ist es wichtig zu wissen, warum die Göttervorstellungen sterben. Gar kein Problem, denn die Menschen als Individuenkollektive verwandeln sich ja durch die Formen der historischen Entwicklung, Evolution, die Umstände des veränderten Wetters, Klimaumschwünge, Vulkanausbrüche und was, aber vor allem durch die Auseinandersetzung in den Gesellschaften selber, sodass auch deren Orientierung auf sich selbst als Repräsentanten des Göttlichen in Wahrheit, Schönheit und Gutheit ändert. Aber das Prinzip bleibt dasselbe. Das heißt, das Verschwinden der Götter ist ein Beweis ihrer Existenz. Ich habe Ihnen das schon letztes Mal erzählt, dass nämlich die leeren Kirchenbänke der Beweis für die Durchsetzungskraft der Kirchen sind. Das heißt, die Leute, die heute leere Kirchenbänke beklagen, haben keine Ahnung, dass der säkulare Staat die Verwirklichung dessen ist, was im 4. Jahrhundert als Theologen gegründet wurde. Demokratie, Rechtsstaat, Freiheit und so fort, unmittelbar der Gotteskindschaft und so fort. Das heißt, man muss jeden Tag in die Kirche gehen, die leeren Bänke ansehen und sagen, wie grandios hat dieses theologische Prinzip gewirkt, dass wir das heute als Staat säkular realisiert haben, was vorher nur für eine kleine Gemeinde von Gläubigen existierte. Jetzt ist es vernünftigerweise Gesellschaftsfrage geworden, und zwar für alle, die Gläubigen wie die Ungläubigen. Das ist doch erst der Erfolg. Paulus sagt, was habt ihr denn da? Ihr predigt den Gläubigen, seid ihr verrückt? Den Gläubigen braucht man nicht zu predigen, sind ja schon Gläubige. Man muss denen predigen, die nicht gläubig sind. Und was will man da bereiten? Da nicht Proselyten machen, wie die blöden Künstler. Also Bewunder und so. Der ganze Gegner. Denn die Gegnerschaft erst begründet ja die Wichtigkeit meiner eigenen Mission. Das heißt, ich werde durch Predigen es so weit bringen, dass alle anderen sich ununterbrochen auf mich fokussieren, weil ich ihnen etwas zumute, was sie nicht einfach durch Weghören oder durch Verabredung auf irgendeine Art von Gleichgültigkeit eliminieren können. Sie werden mich angreifen, sie werden mich verfolgen und damit die Wichtigkeit meiner Position bestätigen. Das wurde institutionalisiert zum Disput oder zur Form der demokratischen Auseinandersetzung. Sie sehen, ich werde gelohnt, sage ich eine Wahrheit, denn die Stimmbänder kommen wieder. Ja, solche Beweise brauchen Sie im Alltag. Sonst sind Sie aufgeschmissen. Also, Karfreitagsdenken heißt, zu wissen, dass der Beweis dafür angetreten ist, dass man vernünftig von Gott reden kann, ja, reden muss, denn niemand wird darauf verzichten, von sich und seiner Beziehung zum anderen, von Ich zum Du und zu den vielen Ich-Du-Relationen als zur Gesellschaft sich zu orientieren. Es ist unvermeidbar, dass ich mich in Bezug auf andere Menschen denke, also ist unvermeidbar, dass ich einen Gottesbegriff für die alltägliche Operation der Bestimmung von Ethos, Wahrheits- und Schönheitsanspruch begründe. Du bist der Repräsentant
des Göttlichen in der Gestalt von Wahrheit, Gutheit und Schönheit. Und das hat genau die gleiche Mächtigkeit, wie wenn ich annehmen würde, ontologisch gesehen, gäbe es da eine jenseitige Welt, aus der heraus das Göttliche, der Wahrheit Schöpfer, wirkte. Und wenn das täte, wäre ja die Vorstellung des ganz anderen, der ganz anderen Welt, heute würde man sagen, des Bereichs der alternativen Welten aus dunkler Materie oder was immer, völlig sinnlos. Es gibt da keinen touristischen Verkehr zwischen den einen oder anderen Formen des Daseins. Also, wie ist das möglich? Unsinnigerweise braucht man das, weil man natürlich möchte, dass diese Erzählung von fern ab eine größere Mächtigkeit hat, als wenn man sagt, einer hat sie vorgetragen. Aber die Großartigkeit von Goethes Faust oder von Thomas Manns Zauberberg oder Dr. Faustus und, wird er nicht dadurch kleiner, dass ich sage, ein einzelner Mensch hat sie geschrieben, was soll mir das bedeuten? Das Werk hat sich tatsächlich in der inneren Logik nach derartig manifest als Stasis, als Begründung unseres Weltverhältnisses ausgewiesen, dass der Autor völlig verschwindet, dass das Autor ist völlig nebensächlich geworden. Natürlich gab es da einen Thomas Mann, natürlich gab es einen Markus, Lukas und Johannes etc., aber was sie zu sagen hatten, was sie in die Welt brachten, ist völlig unabhängig davon, dass es irgendjemand geschaffen hat. Und das ist genau das, was man meinte mit dem Gott schuf die Welt. Oder was man heute sagt, die Gesetze der Evolution erschufen im Jahr 13,7 Milliarden Jahre inzwischen, meinetwegen 4,5 Milliarden, seit es Großmoleküle gibt, also Bedingung des entwickelten Lebens, schufen das, was wir heute als unsere Welt erkennen. Zu dem Thomas Mann und dem Gott gibt es keinen Unterschied. Aber nicht nur im Sinne der großontologischen Vorstellung, sondern auch im Sinne der Beispielhaftigkeit. Er erfüllte im Werkschaffen genau das, was wir mit dem göttlichen Prinzip des Schaffens aus dem Nichts gemeint haben oder haben könnten. Allerdings ohne die Gewissheit, dass es stimmt. Bei Thomas Mann wissen wir aber die Gewissheit, er hat es geschrieben. Und wir wissen sogar von wann bis wann. Morgens um 8.20 Uhr, Thomas aufstehen, Karriere machen, rief die Frau um 12 Uhr Mittagessen. Wir wissen das alles. Vom lieben Gott wissen wir dann, der ist gar nichts. Es ist also sehr viel vernünftiger, vom göttlichen Thomas Mann zu sprechen, vom göttlichen Raphael, vom göttlichen Max Frisch oder was immer, anstatt vom göttlichen Gott. Das Resultat ist das Entscheidende. Die Evidenz des erzeugten Werkes, das ja nun vorhanden ist. Und zwar durch das, was die Menschen selber in Kooperation des Göttlichen an die Wahrheit schöner Guter geschaffen haben. Die Offenbarungsreligionen sind nur Religionen für unvernünftige Menschen, die darauf angewiesen sind, glauben zu müssen, jeden Blödsinn, jeden Unsinn, jede Beliebigkeit, die man ihnen wie bei Märchen erzählt. Und so hat jede Kultur ihre andere Märchenstruktur, Märchentradition, alle beruhen auf demselben Effekt, haben aber keinerlei Bedeutung, außer für die Leute, die eben nicht denken können, die nicht vernünftig genug sind, um zu erkennen, dass sie erst in der Vernunft die Basis für das haben, was die Stärken, die Stasis, die Basis des gesellschaftlichen Verständnisses der Individuen in ihrem Verhältnis zu anderen darstellen. Also Karfreitag begründet das vernünftige Sprechen von Gott. Jenseits der Offenbarung oder aber als Wissen, dass die Evidenz-Offenbarung, evidere aus dem eigenen Augenschein, einem plötzlich die Gewissheit gibt, ja, das funktioniert, beziehungsweise das entspricht den Kategorien der Vernünftigkeit, mit der ich mein Weltverhältnis bestimme. Die Tatsache, dass es unvernünftige Menschen gibt, ist ja kein Widerspruch. Es gibt ja auch kleine und große. Es geht hier nicht um eine Normativität dogmatischer Art, sondern es geht um das Prinzip des Menschseins selber. Also dessen, der als Individuum die ganze Menschheit repräsentiert. Der Zusammenhang mit Ostern ergibt sich also sozusagen von selbst. Nachdem bewiesen wurde, Jesus Christus ist Gott, nämlich weil Gott nur existiert, indem er als Mensch existiert und damit getötet werden kann, also der Beweis für Menschlichkeit im Tode antritt, ist die Ostersonntagsgewissheit sozusagen die absolute logische Konsequenz daraus. Sowohl im Hinblick auf
die Befreiung aus dem Tode, wissen wir, weil sie ihnen möglich ist, selbst über das hinauszudenken, was rein physische Vernichtung ihrer Biomasse darstellt, also zum Beispiel an Gesetze denken können, als Werke denken können, als Geschichte denken können. In dem Augenblick haben sie ja den Ostersonntag, haben sie die Auferstehung ja bereits realisiert. Eine Bibliothek ist nichts anderes als die Auferstehung der toten Schriftsteller, die bisher da waren. Ein Museum ist nichts anderes als der Beweis der Auferstehung und so fort. Also kann man die Ostergewissheit darauf hin bestimmen, dass man sich auf das orientiert, was eben in Konsequenz der Vernunft begründeten Sprache, Vernunft und Orientierung auf Gott erlauben darf, Vernunft erlauben darf, zu denken, dass es jenseits der bloß individuellen Repräsentation des Gottes in jedem Aspekt, ja gerade durch die Tatsache, dass in jedem Lebendigen repräsentiert wird, die Ewigkeit selbst darstellt. Denn das Leben, solange es Leben gibt, ist eben nicht das, was bloß individuell repräsentiert wird, sondern das Individuum ist ein Beispiel für die Gesamtheit der Formen des Lebens. Die Osterbotschaft mit dem Aspekt aufgefahren im Himmel, das verzieht sich dann ja erst später, also unter Wirkfaktor der Zeit als evolutionäre Kraft, ist nichts anderes als die tatsächliche, sagen wir mal, bürgerlich umschriebene Maxime, wer schreibt, der bleibt. Das gilt natürlich nur so lange, wie es Bibliotheken gibt oder andererseits, wie es Leute gibt, die lesen. Da es heute schlechterdings kaum noch Leute gibt, die lesen, gibt es auch kaum noch Leute, die Vernunft haben. Das ist die logische Konsequenz. Deswegen wurde schon, das ist ja kein neues Thema, schon Petrarca, stellen wir vor, Petrarca, 1350er Jahre, über die unheimliche Flut von Büchern, die veröffentlicht wurden, der käme gar nicht mehr hinterher. Es gab gar keinen Buchdruck, der wird ja erst 100 Jahre später eingeführt von Mainzer Gutenberg Werkstatt. Und der klagt schon, das heißt, da ist schon wieder etwas zu sehen, was im Sinne des Geltungsanspruchs ewig ist, also menschlich ist. Nur das Menschliche ist ewig und das Ewige ist menschlich. Was also heißt, wir werden uns auf das orientieren, was unseren vernünftigen Bezug auf das, was bleibt, auf das Ewige entwickelt, nämlich, wer schreibt, der bleibt, auf das, was es heißt, ein Schreiber zu sein, nämlich ein Leser. Der Gedanke war 1640er Jahre, wir gründen eine Gemeinschaft, bei Newton ist es das klare wissenschaftlich bedeutendste Gründungsmanifest. Wir gründen eine Gesellschaft, die nennen wir Akademie, angebunden an die platonische Vorstellung, dass da im Hain der Akademos eine Schule errichtet wurde. Wir nennen es Akademie, als Versammlung der Menschen, die dadurch zu Schreibern werden, dass sie lesen. Das heißt, jeder versichert, der Mitglied der Akademie ist, ich lese, was du schreibst. Das ist die Grundlage. Ich lese, was du schreibst, nicht was ich schreibe, sondern ich lese, was du schreibst. Natürlich bei dir gilt, dass du liest, was ich schreibe. Und wenn das so ein paar hundert Leute sind, kann man das tatsächlich auch nachvollziehen. Das heißt, wir garantieren uns als Menschen untereinander die Richtigkeit unserer Grundannahmen, dass etwas bleibt, obwohl es nur menschlich geschaffen ist. Im Alltag nennt man das Kontingenz. Wir wissen ja, das ist kein triumphaler, höhnischer Einspruch. Alles hier, Sitten und Moral, die Kleidung, der Haarschnitt, alles ist irgendwann historisch zufällig entstanden. Das stimmt zwar, aber man kann es nicht ändern. Wir können kein Volkslied oder keine Orientierung auf Kochkünste oder was immer je wieder ändern, obwohl alles mehr oder weniger zufällig menschlich entstanden ist. Das nennt man Kontingenz. Das ist der Begriff, den die Soziologen, Psychologen, Philosophen dafür verwendet haben. Etwas ist beliebig entstanden und man kann es nicht ändern. Es ist kontingent. Und nicht, wie die Leute heute alle denken, es ist damit beliebig änderbar. Die ganze linke, grüne Fantasiewelt besteht ja daraus, dass man glaubt, alles, was von Menschen gemacht war, kann man ebenso gut von Menschen wieder ändern. Nein, eben nicht. Das ist der Witz. Daran liegt ja gerade das Prinzip der theologischen Begründung von Göttlichkeit, Wahrheit, Gutheit und
Schönheit, dass es zwar vom Menschen gemacht wird, aber in der Tat gerade dadurch sich jetzt etwas erweist, was am Prinzip des Göttlichen als ewig angenommen werden muss. Also ein Inbegriff dieses Einheitsgefüges, Vernunft gleich das. Orientierung auf das, was für alle gilt, ist eben das Werk. Werk ist eine solche ontologische Bezeichnung. Auch wenn wir sagen, unsere Werke bestehen aus versammelten Werkzeugen, bleibt das immer noch richtig. Also wenn ich emphatisch Werk als eine geschlossene Einheit von A bis Z, wo man nichts wegnehmen kann, nichts hinzufügen kann, das ist mehr die Stunde der bürgerlichen Auffassung. Sondern da, wo man sieht, wie es entstanden ist. Also die Entstehungsgeschichte, die Genesis, Genese, Genetik kennen Sie, die Entstehungsgeschichte von etwas als Begründung annehmen können. Wir haben also allen Grund, diese bisher für eine merkwürdige, unglaubwürdige Ausgedachtheit einer Gläubigengemeinde bestimmte Karfreitagsphilosophie oder Ostersonntagsphilosophie von Tod und Auferstehung oder von Enden und Anfangen eben aus der Beliebigkeit der Märchenerzählerei, wie es in allen anderen Kulturen vorkommt, überführen können in eine unabdingbare, also wirklich Religio, also Stasis und Basis begründende letzte Orientierung. Und das müssen Sie sich selber einprägen, wenn Sie heute Nachmittag mal daran denken, was es heißt, dass durch die Abschlachterei der Menschen, also Kriege beispielsweise, durch Brudermord, Gattenmord, Völkermord etc., in dem Maße, wie sich das ins allgemeine Bewusstsein einprägt, genau das Gegenteil als Effekt entsteht, nämlich die unabdingbare, die von keinem nachgelassene, aber von keinem verziehene oder für keinen gewährte Nachlässigkeit in Vermeidung dieses Gedankens sich durchsetzende Haltung, nämlich der Beweis für die Gewichtigkeit der Lebensansprüche der anderen kommt gerade da zum Ausdruck, dass es Menschen gibt, die sie zu töten versuchen. Und man kann natürlich nur nicht sagen, das ist sehr befriedigend, also lasse ich mich erschießen. Learning by dying in diesem Sinne geht ja nicht. Das ist leider ausgeschlossen. Aber die, die es sehen, die lernen sehr wohl durch das Sterben. Learning by dying kann eben auch heißen, zu lernen, indem man das Karfreitagserlebnis auf der anderen Ebene sieht und eben dann entsprechend auf sich und seine Existenz bezieht. Das ist also wahrhaft eine erfreuliche Botschaft. Sie werden Sonntag mit großem Genuss Ihre farbigen Ostereier suchen gehen, was ja eben immer bekanntlicher als bloßen Beweis auf die Fantastik, märchenhafte Fantastik der Christen Theologie bewiesen wird. Ein heidnischer Brauch wird da plötzlich usurpiert, wie die Christen ja alle heidnischen Feste, das Sonnenfest für ein Wintererlebnis und so weiter, Sonnenwende verwendet haben. Aber das ist gerade kein Hinweis auf die Beliebigkeit, sondern die Verwandlung dessen, was überall gilt, in eine Notwendigkeit, ist ja das Entscheidende, was da geleistet wird. Die heidnischen Kulte wurden gewürdigt, indem man sie aufnahm, als Bedingung dafür, dass man selber jetzt über diese Stadt hinausgekommen ist. Also nicht mehr von Göttern rumfantasiert, von göttlichen Mächten in der Welt rumfantasiert, sondern weiß göttlich, ach, bitteschön, da haben wir sich. Entsprechend von Menschen. Und das ist nicht erst nur seit Feuerbach sagt, wenn die Aufnahme einer Replik, die Menschen erfinden sich ihre Götter selber, das ist nicht nur eine Feuerbachsche Erfindung, also infolge der nachhegelischen Revolution, und Marx als Engels als Höhepunkt, demnächst hier in Wuppertal, ja, 200 Jahre, Engels Geburtstag meine ich, sondern das ist antikisches Wissen in der wirklichen Bedeutung, dass man sagen konnte, nicht nur die ganze Welt ist voller Götter, also alles, was wir ansprechen,
als das, was dauert. Und im Zyklus der wandelnden Dauer, also Herbst, Sommer, Winter, ist gerade die Bestätigung der Einheit dieses Geschehens. Es verändert sich nicht plötzlich etwas, sondern dass das Göttliche nichts anderes sein kann, als das, was sich als das gesetzlich formulierte Ewige, immer geltende, in uns selber repräsentieren lässt. Es ist mehr oder weniger insofern eine humanistische Idee, denn die Humanisten wollten ja die heidnischen und die christlichen Denkformen zusammenbringen. Der Humanismus sollte die Klammer um die gesamte menschheitsgeschichtliche Rederei von Gott sein. Aber die Humanisten kamen sehr schnell auf den Trichter, etwa in der Mathematik. Und viele der Humanisten waren deswegen Mathematiker, weil es Gesetzmäßigkeiten sind, die nicht nur in einer mutwilligen Anerkennung des Irrens der Menschen, des fehlgeleiteten Glaubens und der falschen Offenbarung bedauernswert, aber liebenswert oder gerade liebenswert wegen der Möglichkeit, sie zu bedauern und seine eigene Überlegenheit zu zeigen, sondern weil das tatsächlich immer darauf hinausführen muss, genau die Notwendigkeiten zu elaborieren, herauszuarbeiten, auf die man sich als Letztbegründung verlassen können muss. Und zwar als Vernunftwesen, das immerhin sich selbst im Vergleich zu dem Nächsthöheren, also etwa der Natur, setzt und darin den Geltungsanspruch oder die Durchsetzung der Geltung derselben Gesetze anerkennt. Deus sive natura, hat Spinoza formuliert. Es ist völlig gleich, ob du von der Natur redest oder von Gott. Es geht nur um diesen Aspekt, dass du es bist, der davon redet. Und dass du es bist, Menschen, die von Gott reden, ist nicht wie in allen anderen Kulturen etwas unendlich Fernes, der Gott ist unendlich fern, etwas ganz anderes, das ganz andere, das nie erfassbare, das dunkle, Absconditus, der verdunkelte Gott, alles Bluff. Soziologie ist die einzige Form der modernen Theologie. Sozialpsychologie ist die Form der Theologie. Wenn man von Menschen spricht, spricht man auf vernünftige Weise von Gott und kann es nicht vermeiden, das zu tun, denn es geht ja gerade um diese merkwürdige Vernünftigkeit als Einheit der Verpflichtung auf Wahrheit, Gutheit und Schönheit. Unvermeidlich. Insofern ist unvermeidlich, von Gott zu reden, wenn man von Menschen spricht. Und nicht nur im Feuerbachschen Sinne, weil die Menschen ihre Götter selbst erfinden. Und das haben ja die alten Griechen auch schon gesagt. Wenn die Kühe ihre Gottesvorstellung ausdrücken können, hätten sie alle Kuhgestalt. Ja, also wenn Kühe Götter ihre Götter skulpturieren oder malen würden, hätten sie alle Kuhgestalt, wie bei griechischen Menschen die Götter alle anthropomorph, also menschengestaltig dargestellt wurden. Nein, das ist nicht das Kardinalproblem zu auffassen, sondern es ist die Denknotwendigkeit. Das ist, wenn man auch glaubt, alles, was von Gott gesagt wird, ist das, was Menschen sich ausdenken. Ja, immer noch von Menschen spricht, die sich das ausdenken. Und wenn ich sage, die Gottesvorstellungen sind nur die Feuerbacher, ne, Phantasmagorien von Menschen, dann weiß das immer noch ein Mensch, der diese Phantasmagorien hat. Also rede ich immer wieder sozialpsychologisch von Menschen oder individualpsychologisch von Menschen und habe genau das, was die Begründung für seine theologischen Ambitionen darstellt. Alle Transzendenz ist in diesem Sinne nichts anderes als die Verwandlung. Transzendenz ist die Verwandlung des von einem Gesagten durch die Art, wie ein anderer es hört und es sich selbst sagen muss. Das geht ganz einfach und deswegen ist die Theologie ab 1750er Jahre in der Frankfurter Schule, Frankfurt-Oder Schule, mit den Grundvorstellungen verbunden. Denken und Sprechen sind zwei nachweisliche gegebene Manifestationen unserer intrapsychischen Aktivität, also dessen, was in unserem Kopf vor sich geht, beinahe gesagt. Also in der Einheit von der drei Grundkräfte. Es ist so, dass ich versuche, das, was ich denke,
auszusprechen, um es anderen mitzuteilen. Zum Beispiel meine Gottesvorstellung. Dann bemerke ich, wie sich durch den Versuch, es zu formulieren, in Worten, Sprachen, Bildern, Klängen etc. zu formulieren, damit der andere es wahrnehmen kann, dass sich dadurch meine Vorstellung oder mein Gedanke verändert. So weit gehen, dass ich gar nicht weiß, was ich denke, bevor ich nicht höre, was ich sage. Ja, das ist heute allgemeine Grundlage. Wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage? Der Zuschauer hört sowieso schneller, als du redest. Beispielsweise. Also ist klar, das Verhältnis von Denken zu Sprechen in der Einheit der Formulierung, die ich dann einem anderen Wahrnehmer mache, in Sprache, Bild oder was auch immer, hat eine bestimmte schwebende Verbindung, die sich immer im Wechselverhältnis von sprachlicher Artikulation und Gedanken ändern. Wenn sich das für mich schon als Sprechenden so darstellt, dass ich keinen Gedanken hundertprozentig durch meine Formulierung sprechen kann, sondern immer sage, na so ungefähr, ich sage es nochmal mit anderen Worten, nochmal mit anderen Worten, noch anderen Worten, habe es nun kapiert, ich sage es nochmal mit anderen Worten, dass man dann ja auf die Idee kommen muss, ja wann nun ist wirklich gesagt, was gedacht wird. Also wann hört der andere, der nun sagen muss, der sagt was, aber das Gesagt ist ja nur ein Verweis auf, was er denkt, weil es keine 100-prozentige Einheit von Denken und Sprechen gibt, außer in der Mathematik. Das heißt, die Mathematik ist nicht per Definition die Einheit des Gedanklichen und des Ausdrucks in den mathematischen Formeln. Wenn es das nicht gibt, was fängt jetzt der Zuhörer damit an? Also eine verdoppelte Unbestimmtheit. Ich kann nur ungefähr auf das verweisen mit meiner Sprache, was ich denke. Und der es hört, kann nur aus dem, was er hört, ungefähr auf das verweisen, was er glaubt, dass ich denke. Das muss er aber selber denken. Also er muss denken, was ich denke. Und schon ist der Salat des Missverstehens ungeheuerlich. Wenn man da nicht gutwillig ist, geht man zum Scheidungsrichter. Also es ist klar, ich muss als grundlegend, naturbedingt grundlegend anerkennen, dass es keine Identität von Denken und Sprechen gibt, deswegen keine Verständigung als bloße Übertragung dessen, was ich jetzt hier biete an einen anderen, also keine informationstheoretische Übertragung einer bestimmten Mitteilung an einen Adressaten, wie sich das die frühen Kommunikationstheoretiker als Maschinenbastler vorstellten, sondern die Erzeugung von Unbestimmtheit, von Erweiterung des Möglichkeitshorizonts, innerhalb der wir uns bewegen. Das nennt man ästhetische Differenz, die zwischen Denken und Sprechen unaufhebbar außer der Mathematik. Und die Mathematik ist deswegen ja geboren worden, weil es endlich eine Festsetzung der Einheit von Denken und Sprechen geben sollte. Man kann ja, und da hat die Einheit gut erschüttert und Wahrheit, man kann ja mutwillig das, was man glaubt zu denken, mutwillig mit Worten auszudrücken versuchen, die dem gerade nicht entsprechen. Das nennen wir Lügen. Jemand lügt, wenn er das, was er glaubt, gedanklich repräsentieren zu können, mit falschen, verführerischen, in irreführenden Worten vermittelt. Das nennt man die ethische Differenz. Man kann also neben der ästhetischen Differenz unaufhebbar die ethische Differenz setzen. Der Begründung unserer stabilen Welt durch das alles Verschlingende, nichts, ja, sogar Licht verschlingende nichts, wenn das die Bedingung der Möglichkeit unserer Welt ist, dann haben wir wieder einen Schritt im Hinblick auf christliche Wahrheiten gemacht, also christliche Theologie. Der Physiker, der das, wer weiß, die Physiker, die das, wie sie selber sagen, nun glauben müssen, ja, wissen ja um die Bedingtheit dieser Glaubensvorstellung. Ich muss wissen, was ich glaube, alleine schon deswegen, weil ich den Glauben ja bekennen muss. Ein Glaube, der nicht bekannt wird, ist ja gar keiner. Ich muss ihn ja vor anderen bekennen. Also muss ich vor anderen wissen, sagen können, was ich weiß. Also ist Wissen unabdingbar für die Gläubigen. Und umgekehrt muss jemand, der etwas weiß, dafür ja einstehen. Das aber ist genau die Beweislage für die Selbstvergewisserung, die im Verhältnis zu mir darin besteht, dass ich glaube zu wissen. Deswegen sagen heute, ich würde mal sagen, das heißt ja nichts anderes, als jeder Mathematiker alle sagt, ich würde mal sagen auf Ihre Frage. Heißt ja nichts anderes, als ich glaube zu wissen, dass. Ich würde mal sagen, ich glaube zu wissen, dass. Das ist ja ganz vernünftig, nur wird es leider nicht so
aufgefasst, sondern also Schnurre, Unkorrektheit in sozialer Kommunikationsstrategie angesehen. Wenn ich noch weiter spreche, werde ich noch heute ganz gesund. Das heißt, der Zeitgeist ist in mir realisiert, indem ich mich selbst heilen kann. Durch die Einsicht dessen, dass ich ja selbst, wenn es das Göttliche in dieser Weise, Einheit von Glauben und Wissen mit der Trias der Vernunft gibt, dass ich das tatsächlich auch an mir selbst sagen wir, sichtbar werden lassen kann oder zum Beweis werden lassen kann. In der Natur gibt es eigentlich in dieser Hinsicht nur Selbstheilungskräfte. Bewiesen ist das in der Wissenschaft durch den Placebo-Effekt. Placebo heißt, nur die reine intrapsychische Orientierung auf das, was ich glaube, als Wissen vermittelt, nämlich dies ist eine wirksame Substanz, obwohl gar keine ist, schafft den Effekt, sodass zwischen der Verabreichung eines Mittels mit tatsächlichen Wirksubstanzen und der Verabreichung eines Mittels ohne diese Wirksubstanzen der gleiche Effekt eintritt. Daran begründet sich auch die ganze christliche theologische Überlegung des 4. Jahrhunderts. Aber der Gottesbegriff ist eben kein Placebo im Sinne der in allen Kulturen vorkommenden Autosuggestionen oder was auch immer, sondern ist eine Denknotwendigkeit. Und das ist weit mehr als bloß die Demonstration des für, weil wir ja vernünftig sind in der Einheit von gemüthaften, seelischen, geistigen und rationalen Fähigkeiten. Also, von da an sind wir nun gewappnet, uns heute mit großer Freude auf die Stunde des Zerreißens des Vorhangs am Tempel einzulassen. Machen Sie das zu Hause, nehmen Sie den Duschvorhang und klären Sie, nachdem Sie gerade noch geduscht haben, ich bin jetzt der neue Mensch. Und das ist das Bild, das es im 20. Jahrhundert gibt. Der neue Mensch ist genau der, der diese Einsicht hat. Die gibt es in Israel, in der Sowjetunion, in Deutschland, Frankreich, England, Amerika, überall. Von 1890er Jahren an bis in die 50er Jahre ist das natürlich das Bild der Evolution des Menschen schlechthin. Der neue Mensch, der den Duschvorhang zerreißt. Vorbereitet wurde das Duschen als eine Analogia Entis, das heißt eine im unterschiedlichen Leben repräsentierte Allgemeinheit, indem man sich schon ab 1910 auf Fidus einlegt, wissend, es stand so da, der Jüngling, ja, und betet die Sonne an. Das ist natürlich klar, das ist ein lebensspendendes Organ unserer Welt. Aber wir nachvollzogen das unter der Dusche. Ne? Wenn wir heute unter der Dusche stehen, so haben wir das Gefühl, wir offenbarten uns kosmischen Energien. Und in der Tat hat doch jeder noch das Gefühl, es ist ja nicht nur die Reinheit der Haut, von Schweiß und Dreck, sondern es ist tatsächlich eine seelische Operation. Sich geduscht zu haben, ist eben ein seelischer Vorgang der Selbstwahrnehmung, der Selbstübereinstimmung mit sich selber. Also Duschvorhang zerreißen und sprechen, ich bin der neue Mensch, verpflichtet auf Wahrheit, Güte und Schönheit, also ich bin die Inkarnation des Gottes. Wer mit mir spricht, spricht vernünftig über Gott. Das war's für heute. Vielen Dank. Sagen, so einfach ist alles. Denn das ist die Philosophie. Das, was Ihnen völlig unbeherrschbar, wirrig, beliebig vorkommt, auf das runterzubringen, was völlig selbst in der Einsicht zugänglich ist. So einfach ist alles. Sie müssen sich das nur zutrauen. Ja. Also da steht doch eigentlich alles schon in der Bibel. Da steht doch, wenn Jesus sagt, ich bin Gott, der göttliche Funke ist in jedem von euch, was ich dann von dir auch, aber das wird in der Kirche nicht immer wieder visualisiert, der wird visualisiert durch deine Schuld, aber ich denke mir, da ist alles okay. Das ist durchaus der Richtige, dass die Kirchenväter haben diesen Unsinn nicht erzählt. Es sind dann die Mächtigen in Dienstnamen dieser Glaubensvorstellung dogmatisiert worden
um dann solchen Unsinn zu fabrizieren. Also wir brauchen doch die Kirche, die muss doch auf der Ebene von Konzernen und internationalen Staaten, Handelsabkommen, von irgendwie moralischen Macht da sein, die da wieder mitagieren kann, weil von der Wirtschaft und von der Politik schon mehr weniger warten, dass sie sich für die Moral stark machen. Also das Reden von der Wirtschaft, der Gesellschaft etc., von Institutionen, ist eigentlich ein ziemlich nachlässiges Reden. Wir entlasten uns, indem wir sagen, die Industrie, wir entlasten uns, indem wir sagen, der Staat, die Politik. Ich habe mich schon mal gesehen, wenn mich TTIP da was beschäftigt. Und ich habe bis zum Schluss geglaubt, es kommt nicht durch. Also die Märkte sind unterschrieben und es kam ja auch nicht durch. Aber da muss doch irgendwas sein. Das ist dasselbe, was in Ihrer Ehe ist oder in unserem Verkehr untereinander. Da muss man sich nicht wundern. Es ist nur deswegen so mächtig, weil es potenziert ist. Daran nehmen Tausende, Hunderttausende Teile. An ihren privaten Affären nehmen nur wenige Teile. Also die Kirche müssen doch eigentlich mächtig sein, aber sie müssen anders tun. Sie war ja auf dem Weg. Also, ich meine, sitzen ja irgendwelche Theologen hier. Also, die junge Frau hier meint, die katholische Kirche hat es für sich in der Gestalt einer Institution, eines Staates, oder ja. Des Vatikanischen Staates, das ist ein Staat, als eine Institution und so weiter, aufzutreten und damit die Macht zu haben, uns doch von der Verpflichtung, unser eigenes Denken abzuziehen, im Hinblick auf die Begründung nein, die Dogmatik. Nein, dass die Verpflichtung aufs eigene Denken zu propagieren, was sie nicht tut. Tut sie nicht. Ja, aber sie müsste das tun. Ja, aber das sind zwei Konzepte. Deswegen gab es die Reformation. Ja, dann, was ich Ihnen erzählt habe, ist natürlich protestantische Reformationswissen. Ja, die machen Sie ja auch nicht. Natürlich machen die das. Ich mache keinen anderen verantwortlich für die Welt. Und auch nicht die Verhältnisse. Wenn ich in den protestantischen Gottesdienst gehe, wird da auch gesprochen durch. Nein, aber weil es keine Theologen sind, das sind Dummköpfe, die da rumschwafeln. Was ist doch heute Theologiestudium? Ich bin selber verliebt in zwei Theologinnen gewesen. Ich habe geglaubt, endlich kann ich jetzt wirklich wissen, was mit mir los ist, wenn ich verliebt bin. Keine Rede. Die wissen kaum etwas. Also von den Voraussetzungen theologischen, es ist noch schlimmer, als wenn sie auf dem Dorf mit jemandem rumtanzen. Menschen müssen dann Also wenn ich zum Beispiel in den Begegnungen mit einem Menschen mich nicht auf dieses Prinzip verpflichten lassen. Ich bin das Repräsentationsprinzip von Wahrheit und dafür in einer der Vernunft. Kann nichts anderes als Streit herauskommen. Geht gar nicht anders. Oder eben auch Gleichgültigkeit, Nichtliebe oder was immer. Also sozusagen Geschlechtsverkehr, aber Verkehr nach Regeln des Straßenverkehrs. Liebe ist etwas ganz anderes. Ich bin durch die äußeren Umstände gezwungen. Ich brauche in unserer Gesellschaft Geld. Ich muss arbeiten, ich muss wohnen, ich brauche eine Wohnung, die muss ich bezahlen können. Und diese ganzen äußeren Zwänge, die kann ich doch nicht, also gehen sie metaphysisch vor, dass sie denken, alleine so, dass ich das durch meine Göttlichkeit mir herbeiwünschen kann. Aber ich denke mir, da muss doch irgendwie auf Ebene, wo TTIP zum Beispiel ausgehandelt wird, da muss doch so gedacht werden. Und das also, muss doch jemand vermitteln können auf dieser Ebene. Die erreiche ich doch nicht mit. Oder glauben Sie, dass ich das metaphysisch schaffe? Wenn Sie Ihre eigene Würde etwa durch Selbstwürdigung aufrechterhalten wollen und keinen anderen haben, der Sie würdigt, dann kann ja nichts anderes herauskommen, als Sie sich auf dieses verfeiertes Erlebnis rufen. Aber was Sie meinen, ist ja ein Verweis auf die Bedingung der Möglichkeit, also Bedingung der Möglichkeit zu leben, Wohnungsmiete, Arbeitsverhältnisse etc. Ja. Das ist eine ganz andere Sphäre, die in der Evolution genauso abläuft. Sie haben eine Leber, Sie haben eine Niere, Sie haben ein Herz. Sie sind ich. Und trotzdem haben Sie keine Ahnung, was Ihr Herz und Leber als Bedingung der Möglichkeit des Lebens exekutieren. Sie wissen von sich gar nichts. Und dasselbe ist mit Staat und Institutionen. So wie Ihre Leber funktioniert, Ihr Herz funktioniert, Ihr Darm funktioniert, also da weiß ich schon, wenn man, wie sagt man das, Durchfall hat, dann hat das seelische Gründe. Aber mehr wissen Sie auch nicht. Und viele Doktoren wissen auch nicht mehr. Was aber heißt es, dass ich angewiesen bin auf das Funktionieren von Leber und Nieren und etc. in meinem eigenen Körper, über deren Funktionsfähigkeit ich nicht die geringste Herrschaft ausüben kann oder Bedingungen umformulieren kann. Haben Sie irgendwas anderes gesagt? Sie haben gesagt, mit Glauben kann ich meine Selbstheilungskräfte aktivieren. Ja, tue ich auch. Aber Selbstheilungskräfte sind ja diejenigen, die mir zu vergewissern helfen, dass ich nicht davon abstehe, das Prinzip
der Göttlichkeit leider von Glauben und Wissen durch Vernunft zu manifestieren. Denken Sie mal an Ihre Leben, Liebe, wenn Sie an Ihre Arbeitsbedingungen denken, an Monatseinkommen etc. Also meinst du schon von unten nach oben? Nein, das, genauso wie Sie selbst, weil es gibt das berühmte Bild, ja, da einer die Gesellschaft, was ist Kopf, Herz, Leber, der Funktionsaufteilung. Das ist nicht gemeint. Sondern wo Sie selbst darauf angewiesen sind, sich auf etwas einzulassen, was Sie nicht beherrschen können, was Sie nicht bestimmen können, sind Sie auch in Vermittlung auf Institutionen wie Kirche, Staat und Gesellschaft, Arbeitgeber und so weiter, rechtliche Funktionen verpflichtet, sich einzulassen. Sie müssen sich auf die Gerichtsnormen genauso einlassen, wie sich auf Ihre Leber einlassen müssen. Ja? Ja, das müssen Sie mal kapieren. Sie sind immer noch ein bisschen zu weit in der katholischen Welt. Ja. Mir leuchtet Ihre Argumentation, die Sie gesagt haben, sehr ein. Ich habe mich vor am Ende gefragt, wenn man diese Position so vertritt, welche Konsequenzen hat das für einen interreligiösen und auch interkulturellen Dialog? Den oft schwierig dann vor. Den gibt es ja nur als Fiktion. Und wenn die Kulturen sind im Sinne dieser Grundbedingungen, dann kann man mit jedem verhandeln. Dann ist mir der Moslem genauso fern wie meine Tante oder genauso da wie mein Onkel. Das heißt aber, die Voraussetzung wäre, dass man dieses Grundprinzip, ja, dass man von der Offenbarung, das sozusagen politisch oder gesellschaftlich im Dialog müsste man sozusagen, ja, beiseite lassen. Nicht beiseite, man muss anerkennen, dass Rechtsstaat, Demokratie und Sozialstaat gebunden sind an die Verpflichtung des Individuums auf Unwählbarkeit zur höchsten Instanz. Bei Luther heißt es eben Gott, und es heißt es auf das göttliche Prinzip in uns selbst, nämlich den Karfreiter. Ja? Wer das nicht erfüllen kann, kann auch damit nicht mitreden. Aber interkulturell, multikulturell, das ist alles Blödsinn. Multihotelismus ist Blödsinn. Es gibt Hotel als Erfüllung des Grundbedürfnisses und geht da rein, zahlt ein Bett, einen Tisch und eine Dusche, fertig. Das ist Hotel, und zwar auf der ganzen Welt. Auch wenn die Betten jeweils unterschiedlich sind, die Waschbecken anders geformt sind und der Wasserdruck unterschiedlich ist. Aber es bleibt dabei, Hotel ist das, was wir darunter verstehen und nicht Polyhotelismus. Auch keine Polykultur oder Interkultur, also ist unsinnig. Das sind, ja, denkst du. Man kann daraus sagen, der Katholizismus ist ein interkulturelles Ereignis, weil nämlich jeder, der katholisch ist, ist es überall auf der Welt. Es gibt schwarze, weiße, gelbe Katholiken, es gibt Katholiken in aller möglichen Nationen, und sie sind überall, definieren sie sich als Katholiken, weil sie auf einen bestimmten Glauben hin sich verpflichtet haben. Von daher, was jetzt an Machtgeschichten dabei entstanden ist, ich bin nicht katholisch, aber was an Machtgeschichten entstanden sind, ist ja eine andere Sache. Das hängt davon ab, wie sich etwas entwickelt hat. Es ist ja nicht von Anfang an so gewesen, dass die Leute da standen, saßen oder standen und sagten, wir wollen jetzt in 1000 Jahren das und das und das. Sondern es ist ein Prozess gewesen, den wir nicht voraussehen, sondern nur im Nachhinein auswerten können. Genauso wie hier Walter Benjamin Anfang des Logos. Also das wäre mir dann natürlich total spannend. Und von daher finde ich auch immer, wenn man so sagt, ja, die katholische Kirche oder die Kirche oder das, hat das und das produziert. Nein, es ist ein Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, den man nicht voraussehen konnte. Also, wenn man katholisch ist, hat man es ja sowieso schon. Dann ist man multikulti. Ja, nein, nein, also so schlimm sind sie noch nicht. Also. Wie soll ich denn sagen, multimenschlich, ja, schwarz und weiß, also wir anerkennen die Andersartigkeit. Wenn wir die Gleichheit nicht voraussetzen, ist das alles Unsinn. Das heißt, Multikulturalismus ist gerade die Diskriminierung, die man angeblich aufheben will. Absoluter Unsinn. Menschen sind Menschen und nichts anderes. Und dann kann man mit denen auch vernünftig reden. Aber nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt Rücksicht nehmen auf Schwarz, Grün, Rot und Gelb. Nein, nein, aber in der Kirche ist ja die Frau, sind alle Menschen gleich? Ich glaube, ich nein, vor den Menschen sind alle Menschen gleich. Das ist dann der nächste Schritt. Ja, eben. Das heißt aber christliche Theologie. Als letzte Instanz muss man sie ansprechen.
Und was würde wohl aus der Welt, wenn wir hier jeweils als letzte Instanz uns verstehen würden, würden sofort uns auf andere beziehen müssen, sofort mit anderen uns abgleichen müssen, sogleich mit anderen verständigen müssen. Niemand könnte die Verantwortung übernehmen, wenn er nicht ein Psychopath wäre, wie es ja viele in der Geschichte gegeben hat. Würde ich Ihnen so nachfällt, wenn ich Sie frage, ob Ihre Position die eines Agnostikers ist? Nö, es gibt keinen Unterschied zwischen Agnostik und nicht, also zwischen Nichtgläubigen und Leuten, die spirituell begabt sind, musikalisch begabt sind. Ja, in der Einheit von Glauben und Wissen kann es diese unsinnige Unterscheidung gar nicht geben. Ich bin ja nur insofern gläubig, wie ich ungläubig bin. Das heißt, wenn ich nicht zweifle an meinem Glauben, habe ich doch gar keinen Glauben. Dann bin ich nur ein Kind, das irgendeine aufgenötigte Nachplapperregel vorgibt. Wenn man das ist westliches Denken nun seit fast 2000 Jahren, oder meinetwegen sogar 2500 Jahren. Und da sehen Sie mal, wie weit wir von uns selbst entfernt sind. Die Europäer heute sind von europäischer Tradition genauso weit entfernt wie irgendein Stamm in Afrika. Insofern ist es schon, die Eingeborenen sind wir selbst. Ne? Die Wahrheit. Ja. Innere Mission hieß ja mal diese wunderschön. Das ist die einzige Form, die es wirklich zulässig ist. Alles ist innere Mission, niemals nach außen. Wir müssen uns selbst missionieren. Und Sie haben wieder so schöne Voraussetzungen dafür. So. So, nicht vergessen heute, 15.40 Uhr. Der neue Mensch. Bitte, kannst du das auch nochmal in meine Kamera? Mein Gott. Ich dachte, das ist schwer, jetzt zu sagen.